So, liebe Gäste, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, den wir eben auf der Tribüne entdeckt haben. Blenden wir mal ein paar Jährchen zurück, das kann ich dir nicht ersparen. 2006, das Sommermärchen, da hat er mitgespielt. Damals hat er im deutschen Nationalteam Platz 3 bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land gemacht, nämlich David Odonkor. Applaus, Applaus, Applaus. Er ist heute bei uns, David Odonkor, Entschuldigung, er ist heute bei uns zu Gast. David, erzähl uns ein bisschen was. Welche Verbindung hast du zum Jugendfußball? Ja, ich bin ja befreundet mit Finn und ich schaue sehr gerne Jugendfußball an und man sieht ja auch, was für Mannschaften heute hier sind. Die spielen sehr guten Fußball, welche Mannschaften im Viertelfinale und Halbfinale stehen. Also ist das sehr betrachtlich. Du bist, glaube ich, zum ersten Mal bei uns, denke ich. Was hast du für Eindrücke? Wie gefällt es dir? Ja, mir gefällt es sehr gut. Wie man sieht, jede Mannschaft kann jeden schlagen. Es sind super Fußballer dabei und ich hoffe, dass auch einige den Sprung bald schaffen werden. Du musstest deine Karriere beenden, Knieprobleme, was machst du jetzt? Ja, ich war ein Jahr beim SCFL als Co-Trainer tätig, jetzt bin ich bei SC Herford, mache meine Trainerscheine und will mich einfach weiterbilden. Das, was ich alles gelernt habe, die Jahre von den ganzen Trainern, möchte ich gerne den Leuten weitergeben und ich hoffe, dass ich das auch kann. Jetzt spielt gleich deine alte Mannschaft, der BVB gegen den FSV Mainz im Halbfinale. Schlägt da noch das Herz für die Schwarz-Gelben? Natürlich, auf jeden Fall. Ich war 8 Jahre dort tätig, von der Jugend bis zum Profibereich. Und ich drücke Dortmund die Daumen. Und mein Favorit ist wieso Borussia Dortmund, dass sie das Turnier hier gewinnen. Jawohl, Punkt. Sagt unser Held von 2006. Er hat uns damals ganz, ganz tolle Momente beschert. David Odonkor. Nochmal einen großen Applaus an unseren Gast heute bei uns in der Kreissporthalle. Vielen Dank. Dankeschön. Und wir gehen ins Halbfinale. Borussia Dortmund, FSV Mainz.